Der 24. September 2017. Bundestagswahl. Ab 8 Uhr waren die Wahllokale geöffnet. Auf dem Schweriner Marktplatz gab es am Vormittag einen Wahlaufruf der anderen Art. Unter dem Motto »Jede Stimme zählt« spielten 100 Musiker, darunter 70 Profis und 30 Laien, begleitet von dem Chor der Initiative »Schwerin singt« unter der Leitung von Ulrich Bartel die Europahymne. Um 18 Uhr war es dann soweit. Die erste Prognose. Ein Schock für die SPD. Sie erzielt mit 20,8% ihr bislang schlechtestes Ergebnis. Der Wahlkampfmanager der SPD, Julian Bahlen, findet deutliche Worte für die Niederlage. Das ist für uns bitter und das ist für uns kein Regierungsauftrag. Manuela Schwesig hat es gesagt, mit dem Ergebnis kann man nur die Opposition anführen. Die CDU ist mit 33,2% zwar Sieger der Wahl, hatte jedoch starke Verluste einzustecken, erzielte sie doch bei der vergangenen Wahl noch 41,5%. Einen Grund zur Freude hatten hingegen die Anhänger der AfD. Die Partei schaffte aus dem Stand 13,1%. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ja, sehr zufrieden. Aus dem Stand auf über 13%. Und der Abend ist ja noch nicht zu Ende. Also wir sind sehr glücklich, dass es jetzt endlich eine echte Opposition im Deutschen Bundestag gibt. Die FDP zieht mit 10,4% nach 4 Jahren wieder in den Bundestag ein. Dementsprechend groß war auch die Freude bei der Schweriner Wahlparty. Auch die Grünen feierten ihr Ergebnis von 9,2% und sind sichtlich zufrieden mit ihrem Ergebnis bei den diesjährigen Wahlen. Die Linke kommt mit 8,7% auf ein vergleichbares Ergebnis wie bei den Wahlen 2013.